Moin moin aus dem Norden und hallo. Ich mache heute noch mal eine Eistorte und zwar eine Erdnuss-Karamell-Eistorte. Und dazu brauche ich für den Bröselboden zwei ganz normale Zwieback und ich nehme hier zwei Löffel Biskuit. Man kann aber auch vier Zwieback nehmen oder vier Löffel Biskuit, ganz egal. Dann habe ich hier schon mal getrennt drei M-Eier. Und jeweils, weil die werden jetzt jeweils mit Zucker aufgeschlagen, einmal die Eigelb mit 50 Gramm Zucker und einmal die Eiweiß mit 50 Gramm Zucker. Und dazu kommt dann ein Becher Schmand, das sind 200 Gramm. Und in die Masse weiter kommt rein Erdnussbutter und zwar die Crunchy. Es gibt eine Creamy und Crunchy. Ich nehme hier immer die Crunchy, weil die da noch Stücke drin sind. Und das ist hier eine Dose mit 350 Gramm. Wenn ihr aber eine größere habt, wo etwas mehr drin ist, das macht nichts. Das spielt keine Rolle. Und von welcher Firma das ist, ist auch völlig egal. Hauptsache es ist crunchy Erdnussbutter und mindestens 350 Gramm. Dann wird später das Karamell gemacht. Da habe ich hier Zucker schon abgemessen. Da mache ich mir mit Wasser ein Karamell, dann kommen da geröstete und gesalzene Erdnüsse rein. Kommt aber später Sahne und etwas Salz. Und zunächst erstmal die einzelnen Komponenten, wie schon bei der anderen Eistorte, die ich schon gemacht habe. Jetzt wollte ich euch einmal zeigen, ich habe hier eine andere Form, also keine normale Blechspringform, sondern ich habe hier Glasboden und Silikon. Das ist super praktisch. Man kann den Glasboden einfrieren, da passiert gar nichts. Und das ist hier vom Baking Boutique, habe ich mal aus dem Shopping Center. Könnt ihr nachschlagen. Und das ist sehr praktisch. Da spanne ich hier in den vorgegebenen Rand einfach das Glas ein, führe das hier zusammen und dann kommt hier so eine Spange rein, die das Ganze zusammenhält und wunderbar. Das ist zum Backen klasse. Man zieht nachher nur den Rand ab, den brauche ich jetzt nicht mit Backpapier belegen oder einfetten, gar nichts, auch zum normalen Backen. Und dann kann ich nachher im Grunde genommen die Glasplatte direkt auf meine Kuchenplatte setzen und dann hat man keine Arbeit, da irgendwas runterzunehmen. Was ich aber dennoch mache, ist den Boden etwas einsprühen mit Backtrennspray, damit ich den Crunch für den Boden, damit der mir nicht wegrutscht, wenn ich die Masse einfülle. Und nur deshalb mache ich das. Nur so ein ganz bisschen hier unten, damit die Krümel auf dem Boden besser haften bleiben. Jetzt mache ich mir meinen Aufsatz hier rauf. Das ist von dem Zauberstab und zerkleinere mir erstmal meinen Bröselboden. So, und schon ist das hier prima alles verteilt und haftet auch gut. Das Gute an dieser Silikon- oder Halbsilikonspringform ist mit dem festen Glasboden. Man kann das super anfassen. Das wackelt und wuselt einem nicht weg, als wenn der Boden auch noch aus Silikon wäre. Also ich finde dieses Ding genial. Der Durchmesser ist hier übrigens 26, ganz normal wie bei einer normalen Springform auch. Und als allererstes werde ich jetzt die Sahne schlagen, die da noch mit reinkommt. Die habe ich mir schon abgemessen. Das sind 600 Gramm ganz normale Schlagsahne. Und die schlage ich jetzt erstmal steif, ohne alles. Kein Zucker, kein Sahnesteif, einfach so. Das kann man natürlich auch mit einem normalen Haushaltsgerät machen oder Thermomix oder Kruxprep in Krux. Die Sahne ist jetzt schön steif. Und die fülle ich mir jetzt um, weil ich den Rührbecher hier gleich wieder brauche. Die Sahne ist im Kühlschrank geparkt und jetzt habe ich hier meine Eiweiße. Gebe eine Prise Salz dazu,
Und die schlage ich jetzt steif und ich schlage die insgesamt 5 Minuten. Und nach 2 Minuten gebe ich den Zucker nach und nach hinzu. Das Eischnee ist jetzt schön fluffig und richtig schön fest. Und das stelle ich mir jetzt auch in den Kühlschrank. Übrigens, die Eier, die dürfen nur Zimmertemperatur haben, nicht aus dem Kühlschrank, sonst lässt sich das nicht gut homogen aufschlagen. Jetzt die zweite Portion Zucker mit dem Eigelb in der Rührschüssel. Und die müssen auch wirklich 5 Minuten aufgeschlagen werden. Nicht kürzer, das habe ich bei der anderen Eistorte schon genauer erklärt und auch auf volle Pulle, so wie beim Eischnee. So, das ist auch fertig. Jetzt sieht man, das ist hier eine ganz, ganz dicke, cremige Masse und ist auch weiß geschlagen, so soll es sein. Jetzt gebe ich komplett das Ganze die ganze Erdnussbutter dazu und auch komplett den Schmand mit rein. Und dann wird das erstmal gründlich verrührt, aber nicht zu lange, sonst wird es zu dünn. Aber die Erdnussbutter ist natürlich sehr dick und fest und deswegen auch mit dem Schmand, weil das dann eine cremigere Masse ergibt. Also, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden und fertig. Ich wechsle mir jetzt um Sahne und Eischnee. Darunter zu geben, wechsle ich mir den Besen hier, weil der vermengt nur und schlägt nicht. Ich möchte nicht, dass die ganze Luftigkeit da wieder rausgeht. Und da mache ich mir jetzt drittel ich die Sahne und das Eischnee und lasse das da schön unterrühren. Mache ich das nach und nach. Und dann bitte nur auf ganz ebener Stufe so wenig wie möglich Geschwindigkeit. Jedes Drittel so ungefähr 10 Sekunden oder ja, etwa 10 Sekunden. Und zum Schluss rühre ich das nochmal per Hand durch oder hebe per Hand und hole jetzt nochmal, was unten immer so ein bisschen anklebt am Boden, das hoch und mische das nochmal so vorsichtig durch. Und jetzt kommt das Ganze. Lasse ich das so reingleiten, das verteilt sich dann schon fast von alleine und schabe mir jetzt ordentlich die Schüssel aus. Nichts vergeuden. Ich glätte das wie immer mit meinem Tortenheber. Das sieht jetzt wenig aus. Die Ränder von dieser Silikonform sind sehr hoch. Höher als bei einer normalen Springform, deswegen sieht das hier jetzt nicht so groß gefüllt aus, das ist es aber. Und die Torte kommt jetzt in einen Container. Wenn ihr keinen passenden Container habt für den Gefrierschrank, dann muss das auf jeden Fall doppelt ins Alufolie eingepackt werden, denn das soll nicht so nackig im Gefrierer stehen. Sonst nimmt das nachher den Gefrierschrank-Geschmack an. Aber so ein Container, den kann man immer mal gebrauchen. So, und dann wandert das jetzt für 3 Stunden zum ersten Anfrieren. Und dann mache ich den Karamell mit den Nüssen. Und dazu sehen wir uns später wieder. Jetzt ist es an der Zeit, das Karamell zu machen. Und ich habe hier in einen breiten, schmalen Topf, am besten viel Angriffsfläche, also nicht so einen schmalen Topf nehmen,
200 Gramm Zucker abgewogen. Dazu kommen gleich 2 Esslöffel kaltes Wasser. Ich stelle schon mal die Platte an und zwar auf volle Pulle 9 und gebe direkt das Wasser dazu und nichts umrühren, einfach stehen lassen. Dann kommt nachher eine Prise Salz, habe ich, also Salz hier schon hingestellt und nochmal 200 Gramm Sahne abgewogen, beziehungsweise ein Becher ist das. Und zum Schluss, nachdem der Karamell fertig ist, kommt dann die no ganz normale gesalzene und geröstete Erdnüsse dazu, 200 Gramm. Und jetzt müssen wir erstmal warten, bis das anzieht. In der Zeit, wo jetzt der Zucker schmilzt, darf nicht drin gerührt werden. Also es wird hier nicht rumgefummelt, nicht gerührt, nichts. Und vor allen Dingen, wenn nachher das anfängt braun zu werden, nicht mit dem Finger irgendwo rankommen, das ist so heiß, wenn man sich mit Karamell verbrennt, das ist schlimmer als mit Wasser oder mit sonst irgendwas. Also da muss man aufpassen. Und das Ganze wird so lange erhitzt, bis es so bernsteinfarben ist. Dann kann man sich das ungefähr, ich lasse es meistens einen kleinen Tick dunkler, das werdet ihr gleich sehen. Das dauert einige Minuten. Ich werde gleich mal auf die Uhr schauen, wie lang das etwa ist. Melde mich sofort wieder, wenn ich die Temperatur runterstelle. Erstmal muss es bei volle Pulle bleiben. Jetzt sind 4 Minuten rum. Und ihr seht, wie große Blasen das wirft und dass es allmählich bräunlich wird. Jetzt kann ich das ein bisschen schwenken. Aber bitte dazwischen nicht rühren. Jetzt darf ich das mal ein bisschen schwenken. Denn die Temperatur ist immer noch auf volle Pulle. Einen Augenblick lasse ich es auch. Das braucht es. Und wenn man das zu früh runterstellt, löst sich das nicht richtig auf. Also es dauert wirklich einige Minuten. Inzwischen sind 5 Minuten vergangen. Melde mich gleich wieder. Jetzt wird es allmählich wirklich bernsteinfarben. Ich habe immer noch nicht drin gerührt, sondern nur geschwenkt. Jetzt stelle ich die Platte auch runter, so auf 6. Das, was ihr am Rand seht, so einen kleinen Zuckerrand, das macht nichts, der löst sich gleich von selber auf. So, und das ist der Punkt, der Zeitpunkt, wenn man meint, oh, das ist bernsteinfarben. Der Zucker hat sich innen drin vollständig gelöst, ja. Bevor es zu dunkel wird, jetzt kommt auf einen Schlag die ganze Sahne rein. Und wie man sieht, sprüht das erstmal hoch. Jetzt immer noch nicht drin rumrühren, weil sonst schäumt euch das über. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich auch eine Prise Salz noch reinmachen kann, eine gute Prise. Und ich habe das jetzt so auf 5,5 bis 6. Und jetzt kann ich das einen Augenblick so stehen lassen, kochen lassen. Ich kann auch auf 5 runterstellen, das geht auch. Und jetzt lasse ich das einen Moment ausdampfen, weil jetzt verdampft die Feuchtigkeit. Und eine Minute später, jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt mit dem Kochen, jetzt darf ich auch drin rühren. Jetzt kann ich das ein bisschen vom Rand mir abschaben und das geht wirklich von alleine. Wie man hier sieht, da ist kein Zuckerrand mehr dran. Das funktioniert. Bloß, viele machen den Fehler, in so einem Karamell zu früh drin rumzurühren und deswegen zeige ich das hier so ausführlich. Das ist wirklich ein Problem, weil sich das dann nicht richtig auflöst. Das muss jetzt hier so 2 bis 3 Minuten wallen. Wenn man merkt, dass die Blasen, die das wirft, ein bisschen weniger werden, dann ist es eigentlich gut. Jetzt sind insgesamt vom ersten Anstellen 10 Minuten vergangen. Die Blasen werden jetzt auch kleiner. Normalerweise muss man Karamell mit einem Zuckerthermometer machen, da das aber hier ja mehr eine Karamellsoße wird und nachher auf die Eistorte kommt, kann man das in etwa so mit den Minuten abschätzen. Ich habe das jetzt gefühlte 1000 Mal gemacht, von daher
brauche ich da kein Thermometer mehr. Zu Anfang habe ich das immer noch gemacht. So, und jetzt ist hier wirklich sämtlicher Zucker aufgelöst. Hier ist aber auch nichts mehr. Keine Kristalle am Rand. Das fühle ich gut mit so einem Gummispatel. Und das sollte so diese Konsistenz haben. Jetzt kann ich den Ofen ausstellen. Und jetzt fülle ich mir das hier um. Das lasse ich jetzt 10 Minuten, Viertelstunde etwas abkühlen und dann kommen die Nüsse rein. Jetzt gebe ich die Erdnüsse komplett dazu und verteile das hier einmal in einer dicken Karamellsoße und lasse das nochmal so eine Viertelstunde, 10 Minuten bis Viertelstunde stehen. Es sollte noch weiter abkühlen, weil die Masse hier nicht ganz kalt werden darf, aber auch nicht mehr ganz heiß, weil die kommt so warm auf die Eistorte drauf, weil sich das am besten verteilen lässt und hinterher nämlich dann nicht mehr. Dies ist natürlich ein bisschen dunkler als Bernsteinfarben. Ich habe das ganz gerne, wenn das bei dieser Eistorte ein starkes, kräftiges Karamell ist. Wenn ihr das nicht mögt, dann gebt ihr die Sahne einfach früher dazu, solange das Karamell noch nicht ganz so dunkelbernstein ist, dann habt ihr das auch heller. Aber in Verbindung mit der Eistorte schmeckt das einfach wunderbar kräftig zu dem süß-salzigen dazu. Die Eistorte ist schon ganz gut angefroren, sodass mir das jetzt nicht weglaufen kann. Und jetzt gebe ich einfach diese noch schön weiche, geschmeidige Masse hier rauf und verteile das einfach hier schön gleichmäßig. Und wenn man die Eistorte später anschneidet, dann ist das erste, was so ein bisschen schmilzt, oben die Karamellschicht, sodass so ganz eben ein bisschen runterläuft, aber nicht wirklich laufen, sondern nur so ganz eben. Und das sieht nachher auch schön aus auf dem Teller und ist auch sehr lecker. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die aus dem Gefrierer hole und anschneide. Jetzt habe ich die Eistorte aus dem Froster geholt. Jetzt wollte ich euch nur noch mal zeigen, wie einfach ich hier diese Springform handhaben kann. Ich ziehe hier einfach den Rand ab und das geht wunderbar. Und so sieht das Ganze von innen aus. Wunderbar crunchy und lecker. Meine Eistorte Erdnuss Karamell. Und tschüss!